Wenn ich dieses Glücksrad in Minecraft betätige, bekomme ich ein zufälliges Item, das ich in Minecraft speedrunnen muss. Es kann ein Samen, aber auch das Drachenei sein. Das weiß ich aber nicht. Aber wenn ich sterbe, ist die ganze Challenge vorbei. Es kommen ein paar spannende Szenen, die du auf jeden Fall nicht verpassen darfst. Deswegen schau auf jeden Fall bis zum Ende und falls du das noch nicht getan hast, abonniere diesen Kanal, da die Abonnenten gerade sehr stark steigen und du dann einer der ersten 1000 Abonnenten auf dem Kanal bist. Aber jetzt würde ich sagen, los geht's mit dem Video. Okay, und das Item, was wir für dieses Mal bekommen, wird einmal eine Blaze Rod. Okay, also eine Lohnroute. Okay, wir erstellen jetzt eine Welt und es geht los. Und da sind wir auch schon. Das ist unser Spawn und wir müssen jetzt eine Lohnroute bekommen. Das heißt, dazu müssen wir in den Nether gehen, werden wir aber auch schaffen. Oh nein, wir müssen auch noch eine Nether-Festung finden. Das wird mir erst jetzt bewusst, was wir alles machen müssen. Aber ich meine, mit Zeit wird alles funktionieren. Letztes Mal hat es auch viel länger gedauert, eine Lorde zu bekommen. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, checkt es einfach aus. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Ich habe jetzt ernsthaft zweimal eine Steinhacke gecraftet. Egal, wir haben jetzt einmal Stuff und wir können jetzt losgehen. Ich hole mir noch ein bisschen Holz. Man weiß nie, wann man Holz braucht. Und dann geht's los. Wir suchen ein bisschen Eisen, einen Lavasee und dann ab geht's in den Nether. Ein Dorf wäre jetzt wirklich nicht schlecht, aber wir schauen mal. Da sind süße Bären. Ich weiß noch nicht, wie weit das jetzt hilft. Die geben so wenig Sättigung. Okay, ein Dorf würde ich mir jetzt wirklich wünschen. Mann, noch immer kein Dorf. Dafür diese Azalea-Bäume hier. Oh, ein Nether-Portal. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Und wir haben hier auch gleich Eisen, was wirklich ein Vorteil ist. Bitte seien es drei. Oh, ich dachte schon. Nein, oder? Nein, das war's nicht. Das ist jetzt ein Scherz. Es sind zwei. Okay, ich sehe hier nicht mal die Truhe. Die müsste nach meinen Berechnungen hier auf der anderen Seite liegen. Wir könnten uns hier aber unser Portal machen, falls wir jetzt mal einen Wassereimer bekommen könnten. Uns fehlt ja nur ein Eisen. Vielleicht ist ein Eisen hier in der Truhe, was natürlich ein großer Vorteil wäre. Ah, hier ist sie. Goldstiefel, Meergold, Obsidian und ein goldener Apfel. Okay, das ist gar nicht sehr schlecht. Die Frage ist halt nur, können wir das Portal fertig machen? Hier sind schon drei Obsidian. Nein, ich glaube... Oder doch? Nein, daraus wird nichts. Ein Dorf, Leute. Jetzt bekommt das Glück endlich auf unsere Seite. Und wir bekommen auch endlich ein bisschen mehr Essen und ein paar Eisenklumpen. Vielleicht bekommen wir ja noch genug Eisenklumpen zusammengekratzt, damit wir uns eine Eisenbahn machen könnten. Das Bett nehmen wir uns natürlich auch mit. Leider nicht. Hier ist leider kein weiteres Eisen. Wir bräuchten einfach nur vier weitere Eisenklumpen. Und ich glaube auch nicht, dass hier noch mehr Eisen sein wird. Oh Leute, wir haben hier unten endlich Eisen gefunden. Aber ich weiß nicht, wie lange wir das jetzt hier noch aushalten. Okay, wir müssen wieder den Play vom letzten Mal machen. Alles ist noch gut. Und wir sind sicher. Zum zweiten Mal. Nächstes Mal machen wir sicher nicht den Fehler. Wir machen uns in den Ofen. Rein mit den Eisen, rein mit dem restlichen Holz. Interessiert keinen mehr. Und da haben wir den letzten Eisenbar. Wir machen uns einen Eimer und sind jetzt bereit, unser Netherportal zu gießen, was ja noch dort hinten stand. So, ich glaube, wir brauchen hier aber ein bisschen mehr Platz. Da sehe ich noch nicht genug. Grab hier das mal aus und gehe noch schlafen. So, das müsste jetzt passen. Ah, dort unten haben wir eh schon Obsidian. Das heißt, wir hätten das Portal früher auch schon fertigstellen können. Wow. Wir müssen diesen Block hier mal abbauen. Und dann passt's. Und wir haben es geschafft. Jetzt platzieren wir hier ein Obsidian und dann müssten wir einfach nur mehr hier eins platzieren. Und dann haben wir es. Dann brauchen wir noch etwas, um es anzuzünden. Aber dafür habe ich auch schon ausgesorgt, nämlich einfach Holz hier platzieren. Dazwischen gehe ich erstmal hier schlafen und das Portal ging auch schon an. Ich glaube, Leute, wir wären bereit, den Nether zu betreten. Wir könnten jederzeit zurück. Hallo, Enderman. Wir machen uns noch sicherheitshalber. Okay, so ist das nicht geplant. Machen uns sicherheitshalber noch ein Boot, da wir ja nicht mit Wasser dort ein MLG machen können. Okay, Leute, und jetzt würde ich sagen, ab geht's in den Nether. Wir brauchen nur eine Festung, dann haben wir es geschafft. Wow, das nenne ich wirklich coolen Spawn. Hey, solange wir leben, passt eigentlich noch alles. Leute, ich will hier endlich raus aus dem Soul Sand Valley. Hier ist es das gefährlichste Biom, deswegen habe ich keinen Bock drauf. Ach Leute, ich will endlich eine Festung. Das ist eine Festung, Leute. Ich habe gerade begonnen zu reden über eine Festung. Wie schön es wäre, eine zu bekommen. Hier ist eine, hier ist einfach eine. Egal,
Hier haben wir einfach eine Festung. Das ist gerade so schön, Leute. Okay, jetzt müssen wir hier einfach nur mehr rein. Ich hoffe, wir schaffen das. Und da haben wir auch das Achievement. Das ist es wahrscheinlich, Leute. Ich regeneriere mich mal voll, dann gehe ich rein. Okay, hier haben wir auch ein Wither-Skelett. Ich glaube, jetzt gibt es Nummer 1. Rein. Und wir haben es geschafft, Leute. Oh mein Gott. Ich mache hier noch zu. Genauso wie ich hier einfach jetzt zumache. Wir sind sicher, wir haben es jetzt wirklich geschafft. Falls du mehr von sowas sehen willst und es noch nicht getan hast, dann abonniere jetzt kostenlos diesen Kanal. Es ist eine Sekunde und würde mir wirklich sehr viel weiterhelfen. Und ja, auf jeden Fall danke an jeden, der bis jetzt schon abonniert hat. Und wie gesagt, du kannst es jetzt einfach machen. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.